wunderschönen Vormittag allerseits. Wow, das ist ja toll. Das ist unglaublich. Das Wetter spielt mit, es regnet nicht. Ihr habt alle die richtigen Klamotten an. Also es kann nichts mehr schief gehen. Das ist toll. Ich sage jetzt ganz gleich mal, hallo Nokia, hallo Samsung, hallo iPhone, hallo Tablet, hallo Selfie-Stick. Ihr seid toll. Ich habe eine Nachricht gekriegt vorhin. Und zwar hat da jemand geschrieben, das muss man kurz mal eruieren, ich habe sowieso noch ein paar Sachen zu sagen. Hier steht, Martin, mein zweitbester Freund. Bitte. Hier steht, bitte grüße keine Nokia-Handys, weil ich weiß aus sicherer Quelle, dass es keine mehr gibt. Sollte ein Zuschauer doch noch eins haben, spende ich 20 Euro an den Tierschutzverein Tirol. So, Hände hoch, wer hat ein iPhone, ein Nokia? Schau mal, ich sehe hier 500 Nokia-Handys. Lieber Robby aus Gussenstadt, das ging nach hinten los für dich. Wir erwarten eine E-Mail, wo du an den Tierschutzverein Tirol spendest. Und damit vielen Dank und herzlich willkommen. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich bin sehr ruhig, Martin, mein einziger Freund. Noch, natürlich. Noch, das sah im Auto ganz anders aus. Nein, natürlich, aber jetzt ist vor so einer Menge Leute, das macht mich wahnsinnig nervös, wenn du weißt, was ich meine. Ja, du warst kurz vorm Einnässen, aber wir konnten es noch irgendwie unterdrücken. Sehr gut, mein Freund, das war ein kleiner Witz. Weiter, hast du noch was? Ich bin fully loaded mit Gags heute, aber ich glaube, wir haben ein Programm und wir werden befragt, oder wie sieht's aus? Nee, ich habe keine Ahnung. Was soll ich dich fragen? Du frag mich was. Ja, wie geht's dir? Ja, gut geht's mir. Wie geht's dir denn? Ja, gut geht's mir. Gestern war es unglaublich. Wir hatten gestern einen langen Drehtag. Wir hatten bis 22.30 Uhr haben wir gedreht. Bist du heute? Ist das für dich am nächsten Tag, dass du in ein Loch gefallen bist, übermüdet, nicht ausgeschlafen, dass du die Szene noch im Körper hast? Nein, ich habe die Szene, ich spüre die jetzt noch. Es war sehr witzig und war sehr romantisch und du warst der jugendliche Liebhaber gestern. Das hat mich überrascht. Oh. Keine Spoiler. Nein, natürlich nicht, aber ich kann euch verraten, dass ihr werdet euch freuen. Schaut euch die Folgen an ab Januar. Aber was wolltest du mich fragen? Da gibt es jede Menge Fragen. Zum Beispiel, wie war gestern deine Signierstunde, deine Autogrammstunde? Oh. Wer war da gestern bei Marc? Ja, Wahnsinn. Doch, es waren 3-4 da, sehr gut. Man muss ja sagen, es ist eine Seltenheit, dass du hier in Hochsöll bist an unserem Fantag. Ja. Wie kam es denn dazu, mein Freund? Hast du alle Bücher verkauft? Nein, noch nicht. Deswegen stehe ich mich nachher wieder hin. Während du essen gehst, dann werde ich wieder schreiben. Wo bist du denn danach? Wie heißt dieser Ort? Wo ich Hessen Wasser Hochsöll. Nein, das ist mir klar. Aber wo ich nachher... Im Rabennest für alle, die nachher noch irgendwie ein Autogramm wollen oder ein Foto wollen oder eine CD noch nicht haben. Am Rabennest. Was machst du damit? Huhu. Ja, ich grüße, während du dich hier entblößt, dass du nicht weißt, wo du bist. Ja, du bist ja auch seit 17 Jahren in der Gegend. Ja, aber ich kenne dieses Rabennest. Das habe ich wieder vergessen. Rabennest. Ja, da wo du hingehörst. Natürlich. Weißt du? Da bist du dann. Genau, und an dieser Stelle schon mal, da wird der Marc dann danach sein und freut sich auf euren Besuch und auf die Autogrammstunde noch. Und ich wollte mich an dieser Stelle schon erstmal bedanken bei euch, denn einige haben es gesehen, einige haben es getan. Ich habe ein paar meiner Hörfreund-CDs, diese Meditations-CDs, die ich mit meinem lieben Freund und unserem medizinischen Fachberater Dr. Pablo Hagemeyer entworfen habe. Die waren am Anfang, standen die an verschiedenen Tischen mit einer kleinen Aufforderung. Für eine kleine Spende könnt ihr die alle mitnehmen. Herzlichen Dank, es sind keine CDs mehr da und dafür sind 1.100 Euro da geblieben. Da bedanke ich mich sehr. Und dieses Geld geht hier an den Verein Söllandl und hilft in Not geratenen Familien auf kurzem Wege. Jetzt habe ich gedacht, ich bin so ein Zahlenfetischist, ich mag ganz gern gerade Zahlen und es ist 1.100, ist so ein bisschen eine ungerade Zahl, dachte ich. Und vielleicht könnte ich euch nur animieren, wenn wir fertig sind, dass ihr beim Rausgehen, jeder hat nochmal so einen Euro irgendwo, einen zweiten, den nochmal da reinzuschmeißen und dann würde ich die Endsumme verdoppeln. Und ich werde das kontrollieren, ob er das auch tut. Da bin ich mir sicher. Ja. Und das wollte ich nochmal sagen, es gibt da nochmal 2-3 Spendenboxen, wenn er durchgeht, hat jeder nochmal so einen Euro und zwei, vielleicht auch mal so einen Schein, weißt du, du hast ja nur Scheine mit junger Mann, ich sehe es dir deutlich an. Kleingeld, bitte warum? Also, werf das nochmal rein und ich gebe es dann, sage ich dann, wie viel das geworden ist und dann verdopple ich das. Herzlichen Dank, sagt der Verein Söllandl und ich an euch. Vielen Dank. Und
So, und jetzt, meine Damen und Herren, bin ich wirklich stolz und freue mich, die 30-minütige Show von Mark Keller ansagen zu dürfen. Das ist ja der größte Witz des Tages. Er hat gesagt, er singt heute Aquapella. Aquapella aus seinem neuen Album. Nein, nein. Das ich bin mein größtes Glück. So heißt es doch, oder? Er ist so ein geiler Junge, mein Gott. Wie heißt das Buch? Ich bin mein größtes Glück. Nein. Wie heißt es denn? Das Glück. Das Überglück habe ich geschrieben. Überglück? Ich habe über das Glück geschrieben, das ich in meinem Leben hatte, mein Freund. Wieso hattest du so viel Glück? Ja, das frage ich mich selbst mal, weil ich weiß gar nicht, warum ich so viel Glück verdient habe. Aber... Es ist eine ernste Frage. Ich meine das wirklich ernst. Warum denkst du, oder warum fühlst du, warum denkst du, gehst du den Seitenwechsel, sehr wohl? Ja, ich höre dir zu. Wenn es um etwas geht, immer auf der anderen Seite. Ja, das ist direkt die Glücksseite. Warum glaubst du, dass du so viel Glück hattest im Leben? Was war das Glück in deines Lebens? Also, dass eins meines größten Glückes war, dass ich diese Rolle hier spielen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte die Rolle nicht annehmen, aber ich war damals in einer misslichen Lage und wurde quasi gezwungen. Und dann habe ich auch so ein... Junge, das ist PR, das kannst du nicht machen. Aber die Leute glauben, dass du, seit du 7 bist, dass du dich für diese Rolle warm gespielt hast. Und ja, das aber das ist doch klar, du Schorfsäckel. Das ist doch die zweite Runde. Ah, verstehe, du machst das Aufwärmen. Ja, ist doch klar, oder Logo? Warming-up-Glück. Warming-up, das also, ist... Also bitte. Also press jetzt, pass jetzt. So, los geht's. Deswegen Step by Step, oder? Herr Keller, wollen Sie beim Bergdoktor mitspielen? Ja, natürlich. Ja, so ist doch klar. Ist das Ihnen egal, ob Sie nicht die Hauptrolle habe und die Rolle 7. Dann sage ich, ist doch klar, die können mich noch weiter nach hinten hauen, hauen sie mich auf die 18. Rolle 7 muss man kurz erklären. Es gibt, damit die Produktion Bescheid weiß, welcher Schauspieler ein Set muss, hat jeder Schauspieler eine Rollennummer. Hauptrolle ist zum Beispiel er 1. Dann gibt es die zweite Hauptrolle 2. Und so geht's nach hinten und die Rolle 7. Weißt du eigentlich, dass die 7 meine Glückszahl ist? Ja, und meine auch. Ich bin nämlich in der Turmgasse 7 geboren. Aber jetzt Achtung. Steht alles in dem Buch drin. Das sagst du richtig. Dann gibt es nämlich so einen Drei-Finger-Test. Früher hatte ich die Hauptrollen, als ich noch jung und sportlich war. Und dann ging es bergunter. Und dann kriege ich ein Buch von meiner Agentur, die sagt, Marc, hat tolles Buch, du musst das mal lesen, da gibt es eine Rolle von einem Arzt. Dann sage ich, alles klar, schickt mir das Buch. Dann gibt es einen Drei-Finger-Test. Man blättert so auf, haut den Finger rein und dann schaut man nach, findet seinen Namen nicht. Denkt man, oh, dann macht man nochmal mittendrin auf, Finger rein, dann findet die Rolle immer noch nicht. Dann macht man ganz hinten den Finger rein, die Rolle existiert nicht. Dann rufe ich meine Agentin an, sag mal, dieses Buch hat den Drei-Finger-Test nicht bestanden. Dann sagt sie, Marc, mach dir keine Sorgen, die Rolle wird ausgebaut. Glaub mir, am Anfang ist sie klein, dann wird sie größer. Und dann sage ich, na gut, dein Wort in Gottes Ohr. Ich kam zu Hans und er sagt, Marc, wir machen was ganz Großes draus. Du darfst sie spielen, wie du willst. Und dann gab es ja dann die Entwicklung, dass ich den Keim war, so spielen durfte, wie ich ihn spiele. Ja, weil anders ging es ja auch nicht. Wir haben es ja probiert. Ich weiß, ja, das war nicht möglich mit diesen Augen. Weil ich habe immer komplett ernst gespielt. Ich habe mir ran und gesagt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt können wir. Warte mal auf. Meine Damen und Herren, ein bisschen Schauspielarbeit. Geh nochmal zurück, in, nicht hier, innerlich. Ah, innerlich. Da fängt schon an. Schauspielkurs. Geh zeitlich zurück. Sag mal so einen Satz von Alarm für Cobra 11, den du immer sagen musstest. Ja, bei Cobra 11 war es immer so. Seh mir. Hey, was ist mit dir? Ach, da bist du. Seh mir, pass auf. Was ist mit den Jungs los? Der hat was an der Erbse. Das war so. So, und diesen Duktus hat er noch mit, als der erste Satz vom Karneval geboren war. Ja, dann kam er an und sagt, sind Sie Dr. Gruber? Ja. Sehr interessant. Wir werden eine Lösung finden, Dr. Karnweiler. Wir haben was übersehen. Aber was? So. Und da fing es schon an, habe ich gesagt, das geht ja so nicht. Und dann sagte er, ja, spiel ihn anders. Dann sage ich, wie anders? Und dann saßen wir fast beim ersten Dreh in Schwarz, saßen wir beim Mittagessen und wir spielen so und dann denke ich mir, ich wollte ihm nicht erzählen, ich habe den Drei-Finger-Test auch gemacht beim Drehbuch und ich konnte aufschlagen, wo ich will, es stand immer Gruber drin, aber das konnte ich ihm nicht erzählen. Aber, Scherz, so. Und dann sage ich, Wahrheit. Und dann sagt er mir beim Mittagessen, dass er ein Kindermärchen geschrieben hat. Schapulus Myrtus Maxis vom Planeten Lumulus. Ich so, bitte was? Schapulus Myrtus Maxis vom Planeten Lumulus. Was ist das denn für eine Geschichte? Das war eine Märchenfigur, die ich für meine Jungs, Aaron, mein Erstgeborener, ist noch da. Nicht auf dem... Maximus, er hat das Märchen als kleiner Junge immer wieder gehört und Joshua auch. Und ich musste dann für die ganzen Kinder immer mit dieser Stimme sprechen. Und davon habe ich ihm erzählt.
Und dann sag noch mal, wie heißt der Kollege? Scherpulus Myrtus Maximus vom Planeten Lumulus, der 88. Er hat besondere Fähigkeiten. Das ist doch geil. Geh noch mal zurück. Ja. Nicht jetzt hier. Ach so. Innerlich. Gut, bin ich. Und sag noch mal deinen Karneval. Probieren wir es mal mit dem Karneval mit dieser Sprache. Und dann kam, dann war es geboren. Sind Sie Dr. Gruber? Sehr gut. Was kann ich für Sie tun? Wir werden eine Lösung finden. Ich glaube, wir haben was übersehen. Das stimmt. Eine Menge, denke ich. Und so kam das, mein lieber Freund. Und das tun wir jetzt seit 17 Jahren. Und jetzt stehen wir hier. Und wir wären nicht ohne euch. Und das ist ein Riesenglück. Und in meinem Buch steht über Glück, dass ich mit der kleinsten Rolle das größte Glück hatte. Das ist nicht deine kleine Rolle. Ja, irgendwie schon. Aber das ist es nicht. Wie lange spielst du die Rolle? Natürlich, ich spiele sie sehr lange. Also, ist das nicht deine kleinste Rolle? Dann ist es eine lange Rolle. Das ist eine lange Rolle. Ja, aber nicht die größte. Was war denn die größte Rolle? Du hast schon von Cobra 11 und Sterne des Südens gesprochen. Da war ich Nummer 1. Das ist lange her, mein Freund. Ja, aber vieles ist lange her. Auch diese Rolle ist lange her. Aber da war ich, jetzt bin ich lange in der Rolle 7. Siehst du, und sie hat dir das Glück gebracht. Weil du mir die Kraft gegeben hast. Ich hab dir die Kraft gegeben. Mit deiner Stimme. Mit meiner Stimme. Die mich immer wieder erreicht. An Stellen, wo du nie gedacht hast, dass ich jemals eine Stimme erreiche. Natürlich, auch wenn ich unsicher war. Und es vibriert das Zwerchfell. Ja, ich merke das schon. Und dein Blick wird starr und geht nach vorne. Oh ja, ich sehe eine Menge Leute. Und du sagst diesen Leuten, wie du dich fühlst. Ich fühle mich gerade beängstigt. Warum hast du Angst, mein Freund? Ja, ich weiß es nicht. Du brauchst keine Angst haben. Diese Menschen senden dir Liebe. Empfange sie und sende sie zurück. Ich sende mein kleiner Jedi-Ritter. Ja. Ja. Du wolltest nur ein kleiner Jedi-Ritter sein. Ich bin aber ein großer Jedi-Ritter. Wieso zerstörst du die Liebe? Es wird besser, du bist ein großer Jedi-Ritter. Es ist deine größte Rolle, die du jemals gespielt hast. Das stimmt, du Sie hat dich berühmt gemacht und über die Grenzen hinaus. Weißt du, dass ich gestern Fanpost aus China bekommen habe? Nein. Ja? Oh. Fanpost aus China, Alter. Und wie hast du es übersetzt? Noch gar nicht, Google Translation. Ah, hat schon erst der Port. Hey. Ja. Liebe Grüße an Dr. Kahnwell ist da drauf. Das war... Scherz. Kurze Frage. Weiteste Anreise. Wer ist aus Holland da? Ihr nicht. Da, schau mal, Holland. Wer ist aus Ungarn da? Hungary, present. Danke. Hello, Hungary. Wer ist from Slovenia? Where? Super. Kroatien. Keiner. Ah, weniger, schau mal. Da hinten. Bitte? Cuxhaven. Wo sind denn unsere deutschen Gäste? Wer kommt denn vom Bodensee? Sehr und gut, unsere österreichischen Freunde sind auch da. Sehr schön. Und Schweiz? Grüezi, alle miteinander. Ja, Stuck, Stuck ins Kursor, ich glaube, der Kaufi steht da hinten und fragt sich, wie es geht denn weiter, weil wir überziehen jetzt kräftig. Die nachfolgenden Bühnenshows verzögern sich um ein bis zwei Stunden. Auch die Mittagspause. Und auch die Mittagspause. Und wir wollen jetzt mal weitermachen. Okay, wir machen weiter und werden jetzt seriös. Jetzt gehen wir zu unserem Freund. Ah, du wolltest noch Aquapella was singen. Aquapella? Aquapella. Aquapella? Wolltest du was singen? Nein, mit dir zusammen. Ich kann nichts, Aquapella. Ja, ich auch nicht, ich hab Schluck auf. Oh, schade, Leute, schade. Okay, wir hören jetzt deinen Fragen zu. Es sind nicht meine Fragen, es sind die Fragen der Fans. Die haben euch nämlich wieder Fragen mitgebracht. Sehr gut, ich gehe wieder auf die andere Seite. Die rechte Seite ist die bessere Seite. Ja. Oder was fühlst du dich da unwohl? Ja, das ist gut, bleib hier. Ich bleib bei dir. Ja. Dir kann nichts passieren. Gut, ist alles gut. Mein einziger Freund! Du hast recht, mein Freund. Wie heißt übrigens der Satz in der Serie? Achtung! Martin! Ihr habt nicht verlernt, sehr gut. Okay, ich bin wieder da. Gib mir die Hand. Die erste Frage für ihn? Für euch beide. Oh, aha. Ja. Und zwar von Andrea aus Würzburg, Bayern. Andrea Geulich heißt das. Das bist du? Ja, rosa ist die Farbe. Ja, pink ist überhaupt eine tolle Farbe, nicht? Pink. Ja, finde ich auch. Und zwar will Andrea wissen, wann duzen sich Dr. Gruber und Dr. Fendrich endlich mal? Können wir die Frage schieben? Aus einem bestimmten Grund. Wir werden sie später noch, wir schieben die Frage nach hinten und holen sie nachher nochmal. Das war sehr schlau von dir. Gut mitgedacht. Ja. Ja, er ist doch manchmal sehr schnell im Kopf. Hallo. Wir haben ein Foto gemacht kurz. Sehr schön, macht ein Selfie. Ein von dir machen wir so ein Selfie. Er macht so wahnsinnig gern Selfies. Das ist schön. Ja, du auch übrigens. Ich nicht. Wir müssen auf Anfang müssen wir noch machen. Warte, komm, wir gehen auf Anfang. Wer ist auf Instagram?
Geht gar nicht so viele. Und auf Facebook? Auch noch weniger. Siehst du? Warum eigentlich Fuh? Facebook. Fuh. Jungs, ich mach gerade ein Selfie mit euch und dann macht ihr Buh. Sehr geil, dann nimm das doch. Ging schief. Fan-Treffen ging schief. Achtung. Okay, pass auf, nochmal. Nicht Puh, sondern A. Achtung, komm mit aufs Bild. Ja, bitte schön, sei mal vergönnt. Und jetzt. 3, 4. Jetzt schwenkt er mich raus. Ich fasse es nicht. Ich schneide ihn raus nachher. Ja, genau. Gut. Gut, eine Frage auch von Bettina Schink aus Thüringen, Germany. Thüringen. Bettina. Da hinten hängt sie, in Grün. Komm, grün. Hallo. Frage an Hans. Was war die bisher ungewöhnlichste Stelle, auf die Sie ein Autogramm gegeben haben? Jetzt bin ich gespannt. Sag die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Also sag mal so, ich habe es die ungewöhnlichste Stelle, auf die ich ein Autogramm hätte geben können. Das hat mich einmal beim Oktoberfest ereilt, weil die Damen dann sehr viel Platz an der Oberweite haben. Und sie meinten, ich könnte doch hier links und rechts unterschreiben. Und dann meinte ich, das fände ich jetzt keine so gute Idee und habe es dann aber auch nicht gemacht. Ich durfte mal auf einen Tankdeckel unterschreiben, den man mir zugeschickt hat, weil jemand sehr verliebt in sein Auto ist und gedacht hat, wenn ich unterschreibe, würde das Auto dann besser aussehen. Das so zum Beispiel. So in die Richtung geht es. Wer weiß, was heute noch passiert, aber bisher war es so. Bitte? Und nichts, was ist das? Was hat er? Und du, wo hast du unterschrieben? Ich spreche darüber nicht. Nein, ich brauche ein Gentleman genießt und schweigt. Du sagst, da müsste ich wieder in eine Sitzung zu dir kommen. Ja. Okay, nächste Frage. Marc an dich eine Frage, und zwar, das sind zwei Fragen eigentlich. Von wem? Von Steffen Polny aus Hünfeld in Deutschland. Steffen Polny. Steffen Polny, ich suche ihn gerade. Steffen ist noch. Da ist er. Da. Wo ist er? Servus, mit Brille, Hemd. Aber ich sag, Steffen da. Polny, das ist Steffen Polny. Hi Steffen, ja. Du gefällst mir jetzt schon. Sehr gut. Wie oft trainierst du wöchentlich im Fitnessstudio? Oh, gute Frage. Täglich? Nein, ja, täglich nicht, aber ich mache täglich Sport, oder ich versuche es zumindest. Jeden Tag ein bisschen Problemzonen, Beinchen, meine Jungs fordern mich ständig, Tennis. Und wenn Hans natürlich merkt, dass ich nicht trainiert habe, kriege ich am nächsten Tag wieder einen Einlauf. Ja, 500 Milliliter Heumilch und dann ist er wieder fit. Heumilch? Heumilch. Heumilch, auch interessante Nummer. Nächste Frage, gute Frage. Frage geht auch weiter, und zwar, und ist der Martin wirklich dein einziger Freund? Fragezeichen. Du kannst auch meiner werden. Und es ist schön. Und daneben sind kleine Boxen, ja, nein, jein. Das kannst du ankreuzen. steffenpolny@gmail.com. Ich warte auf dich. Mein Freund, ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Aaron, was sagst du dazu? Du weißt doch, die Zeiten gendern sich. Du kannst doch machen, was du willst. Du kannst doch fluid sein, mein Freund. Er auch. Das ist doch sehr schön. Gut, das ist eine Gazelle. Was ist das? Ich möchte ein Kind von dir. Nee. So. Also Martin ist mein einziger Freund. Ich muss es Sie hat Geburtstag. Happy Birthday, meine Liebe. Ja, oh. Wie heißt du nochmal? Wie? Sophia, du bist es. Ich wusste es schon die ganze Zeit, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Sie ist es, meine Göttin, meine Liebe. Oh, wüsste sie, dass sie es ist. Das war ein kleiner Scherz. Das war Romeo. Nein, führ aus, mein Freund. Du, das ist doch schön. Du, auf Freiluftbühne, hier. Verstehst du, du kannst es wieder machen. Du hast doch den Text parat. Eine Bühne ist schnell gebaut, zack, zack, umgebaut, hier schnell. Oh, Freund, hilf mir schnell, diese Bühne vorzutragen. Gib mir das Fell. Nein, das Fell brauchst du. Ja, gib mir das Fell. Ja, warte mal. Warum? Ja, dann. Ja, jetzt ruft er. Es fuselt, egal. So, wo sind wir? In welchem Stück sind wir? Romeo und Julia unter dem Aufzug. Balkonszene. Balkonszene, welcher Akt? Der vierte. Okay. Okay. 3, 2, 1. Und bitte! Du bist Regisseur, ja? Ich hab gesagt, und bitte. Ach gut. Der Narben lacht. Aber ich mach's auf Schwäbisch, ist besser. Hanoi, mach's gehörig. Okay. Mach ordentlich. Ich möchte jetzt wahrhaftige Empathie, große Liebe, Tiefe. Gut. Und wie sagen die Theaterregisseure immer? Ready when you are. Gut. Was heißt das auf Deutsch? Ah, du kannst anfangen mit Marx, mit dem Text wieder drin, hast du kannst. Ist doch klar, oder? Der ist drin seit der ersten Klasse. So, ready when you are. Und bitte sehr. Der Narben lacht. Jetzt ist der Text weg. Der Wunde
Film. Das kann es nicht sein, Ich hab ihn doch. Das muss doch. Okay. Also nochmal zweite. Dann doch beim Film. Klappe die zweite. Roman, wer filmt hier mit? Roman, Julia, Balkonszene, Mark Keller, klappe die zweite. Und bitte. Sie ist es, meine Göttin, meine Liebe, ist richtig bisher. Oh, wüsste sie, dass sie es ist. Oh, wie sie auf die Hand die Wange lehnt, wäre ich doch der Handschuh nur in dieser Hand und küsste diese Wange. Horch, sie spricht, aber nicht mit mir. Ja, und so weiter, das hängt schon wieder weg, wie wär's, wenn du jetzt nur einsteigst. Ich dachte, es kommt zum Ultimas Maximus Climacterius. Es ist jetzt, verstehst du? Ich hätte hinspringen müssen und sagen, und Sophia. Sie ahnen, bei der nächsten Bühnenshow, die Mark Keller macht über mein Glück und über Shakespeare, dann wird der Monolog in Gänze verfügbar sein. Sehr gut. Und er als Regisseur. Ja, bitte. Ist nebe dran. So. Okay, was ist? Schön war's. Schön war's. Happy Birthday noch. Eigentlich können wir die Kartoffeln noch spielen. Nein. Du hast den Text nicht drauf, mein Freund. Eine Frage von Katja aus Bad, oh, was könnte das heißen? Bad Nauheim. Bad Nauheim. Bad Nauheim. Bad Nauheim. Ja, an den Marc, welchen Herzenswunsch möchtest du dir noch in diesem Leben erfüllen? Oh, da muss ich jetzt sagen, dass ich, jetzt sind wir wieder beim Thema Glück, dass ich so viel Glück hatte, dass ich überhaupt mit diesem Schwachsinn, den ich mein ganzes Leben lang mache, so wie jetzt gerade eben auch, dass ich da irgendwie...